Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 2 Snaymode. Ja, das darf ich natürlich nicht allzu sehr vernachlässigen. Da geht es jetzt auch schon viel weiter. Und Moment kurz. So, der Sound ist wieder ein bisschen tiefer. Okay. Dann gehen wir mal, ja, weiter leveln. In Stonyfield haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Ja. Nichts. Hallo. Ich drücke auf Stonyfield und es geht rüber. Drunter. Ist nicht so gut gemacht. So, komm jetzt. Töten. Verbrennen. Ach, freue ich mich wieder Snaymode zu spielen. Hat doch so seinen eigenen Charme. Ist immer noch sehr, sehr gut. Und ja, es wird so ein Game, das nie zeitlos ist und die Zeit nie verrinnt. Das ist richtig cool. So. So. Hopp. Ja, Diablo 2 und der Snaymode zusammen. Also. Für mich ist das Snaymode schon ein eigenes Spiel. Also eine komplette Erweiterung von Diablo 2. So, richtig cool. Und ja. Es gibt keinen besseren Mod als der. Also ich finde, die Veränderungen sind sehr gut gemacht. Und Diablo 2 hat damit auch ein bisschen mehr Herausforderung. Was jetzt genau jetzt gerade nicht so ist, weil wir natürlich sehr viel Levels bekommen haben. Ab später wird es dann wieder schwer, natürlich. So, und der Blaue ist tot. Und den sieht man wegen dem Skin gar nicht, der die gefallen haben. So, 477 Leben. Läuft doch. Ja. Es bringt nicht so viel Oxage zu Skin. Dann nehmen wir Firestorm Vulcano. Also da den nicht. Mottenbilder. Ja, müssen wir weiter Firestorm Skin. Aber wir können eigentlich auch dort drüben. Oh nein, bringt's gar nicht, okay. Also Zyklonschild dann, nicht vergessen, Level 40. So, Giftschrei mitnehmen und es laggt ein bisschen. Ach. Ja, Diablo 2 und Windows 7 läuft nicht so gut. Es ist ein Wunder, dass es mit Glide funktioniert. Das haben sie gut hingekriegt. Bei D3D funktioniert nicht so gut. Das ist sehr, sehr langsam. Dann die Performance sinkt natürlich sehr. Weil irgendwie Diablo 2 sich runter wirtschaft, also zu viel Energie für Windows 7 verwendet. So. Wir haben hier einen Smile Charm. Mit 5 Stärke. Schön. Muss das sein? Ah, da sind sie. Ja, dieses Abschnitt wurde auch verwendet. Ich sehe jetzt ist so ein Kloster. Früher war es
Ja, ein kaputtes Dorf, verbranntes Dorf. Halt Three-Strum-like. Wie bei Diablo 3. Also Diablo 3 wurde dem nachempfunden. Old Tristram. So, jetzt ist hier der Schmied Griswold. Und wir haben ein Potion von ihm, das hat jeder Boss hat eben eine Drop-Chance für den. Da kann man dann in den Boss-Skull, nein, Boss-Ding, Counter rein tun. Der Skull ist der andere. So. Wir haben 37, noch 3 Level, okay. Dann haben wir die neuen Skills zur Verfügung. Komm. Ah, ja. Immer schön die Schamanen töten. Und wir haben unser erstes Set-Item. Deckard Cain verschwindet von diesem. So, ich weiß jetzt nicht, ob diese Trigger-Effekte ausgelöst werden von mir selber. Was? Lykantrophie? Level 20 Lykantrophie? Das ist doch ein Passive. Wie kann das ausgelöst werden? Oh, das ist sehr gut, es gibt Rüstung. Das geben wir ihr, weil wir brauchen. Ja, okay, dann lassen wir es, bis ich es tragen kann. Level 25. Aha. So. Ja, wir müssen eigentlich sie leveln. Das ist das Problem. Weil sie levelt nicht automatisch. Komm, leveln wir dich ein bisschen. Zum Beispiel hier irgendwo. Kill nur. Kill die. So, level up. Kill den noch. Du gehst bitte weg. So. Damit nur sie levelt. Da. Da oben war ja noch der Boss. Mit der Aura. Das ist Fanatismus, die rote Aura. Gehen wir nach oben. Ja, hier. Okay, Krähennester. Geht schneller so. Ne, da levelt sie nicht so gut, wenn man dort wartet die ganze Zeit. Die Krähennester gehen selber schneller kaputt. Als sie noch die fokussiert oder so. Wäre gut, wenn die Pierce hätte. Aber so leider nicht. Dann müssen wir den Akt 2 mehr nehmen. Für sowas. Du auch, komm. So, der. Ja, treffen ist Kunst. Nochmal sein Level up. Geht doch. Jetzt musst du nur noch schneller leveln. Oh, nur ein Rubin. Die brauchen wir nicht. Aber könnten wir mitnehmen. Wir haben ja genug Platz in der Kiste. Ja, töten. Ja, also bekommt, wenn der Charakter tötet, nur eigentlich 50% Erfahrung über und später nur noch viel weniger.
nicht so gut. So. Dark Wood, jetzt musst du hier noch ein bisschen gehen. Damit du wieder aufschließen kannst. Hunterbogen, was hat sie? Ah, besseren Hunterbogen. Okay. Ein Schild könnte ich da nehmen. Oh, das sind viele. Schaffst es. Ich muss kurz helfen. So. So viel wollte ich nicht töten, aber der Feuersturm ist so gigantisch. Ach komm. Wir gehen zuerst in den Dunkelwald. Das ist der Dunkelwald, Schwarzes Moor. Aber das ist nicht hier. Sichtlich nicht hier. Wieder Level Up. Sehr schön. So. Komm. Hallo. Nein. Ihr Schweine habt Kenny getötet. Plus 15 Stärke. Okay, jetzt geht's ab mit der Stärke. Ja, ganz starker Barbar. Auch wenn wir aussehen wie ein Druide. Wir sind ein starker Barbar geworden. Irgendwie haben die am meisten Ähnlichkeiten zusammen. So vom Werwolf, der so der Zwei-Waffen-Barbar ist. Und der Bär, der den Zweihand-Waffen Barbar ähnlich ist. Und dann noch die Unterstützung und die Buffs und so sind sehr ähnlich. Aber sie spielen sich komplett anders. Also, ja, es braucht andere Sachen, um ihn zu spielen. Aber es ist ähnlich. Vom Aussehen her und so. Jetzt ist da was los. Jetzt muss ich mal ein bisschen Feuer machen. So. Jetzt kannst du wieder killen. Ich treffe immer alle. Ich will doch nur ein bisschen treffen. So, was hast du jetzt für ein Level? 20. Okay, jetzt sollte es bei ihr auch schneller gehen. Mal schauen. Da können wir mal ein bisschen aufräumen. Nicht töten lassen. Ah, die nervt sowieso. Weg damit. Weg damit. Ja, töte du die. So, noch ein Charm. 14 Dexterity. Aha. Ja, hier gibt's den Turm. Okay, gehen wir aber noch nicht rein. Der bringt nicht viel. Erst den Albtraum bringt er dann etwas. Ja, eigentlich bringt er nur in Hell etwas, also ist ein optimaler Quest. Und ja. Ist eigentlich nur Zeitverschwendung. Aber eigentlich könnte ich den euch zeigen. Weil den wir den sonst nicht mehr betreten. Schauen wir mal.
Da ist er. Aber wir wollen zuerst das Waypoint holen. Peng hat's gemacht. Aha, jetzt. Hier haben wir nichts. Nehmen wir Fissur 15. Ja, natürlich Fissur zuerst. Dann können wir hier Firestorm hin tun. Ich will da. So, Y drücken noch. So, hier kann man gut verwenden. Alles brennt. Und hier ein... Okay, da haben wir das Waypoint hier schon. So. Und, was ist hier drin? Gold. Brauchen wir nicht für sehr viele. Da habe ich immer einen gigantischen Überschuss. So, die hat ja keine Ringslots. Das ist nicht der Mod. Schade. Hätte gerne einen Ringslot für sie. Okay, das ist das sinnloseste Stockwerk. Da ist nichts. Aber hier ist etwas und es ist sehr, sehr dunkel. Das ist so gigantisch stark, das liebe ich. Fissure. Lasst meinen Geist in Ruhe, ihr geht auf den Geist. Ja, sollen wir jetzt den nehmen, Zyklon Armor? Das bringt irgendwie so wenig. Wir leveln jetzt zuerst Fissure. Muss doch ein bisschen mehr Damage machen. So. Und da glaube ich auch ein Cooldown, wie ich gesehen habe. Aber das macht nichts. Wir müssen den nämlich nicht spammen. Der spammt alleine. Das ist zwar ein Dot-Angriff. Aber der Druide hat sehr schlechte faste Cast Rate, also Zaubergeschwindigkeit. Da werden wir oft unterbrochen oder so. Das ist dann weniger gut. Ah, der Geist ist tot. Ihr könnt so gerne und gut auf den Weg gehen. Lass mir schnuppern. Ich werde stärker. Ihr träumen könnt. Okay, jetzt können wir alles auf Vitalität werfen und hier alles auf Fissure. Ja, wenn sie nur getroffen werden, die blöden Säcke. Und alles brennt. Lichterloh. Alles wird zerstört von meinem Fissur. Aha, ich wusste es.
So, fast unten. 5 Level gibt's. Ja, alles wird zerstört. Und da hat einer noch Kadaver-Explosion ausgelöst. Die Feuerverzauberung macht das. So. Hallo? Also mal wieder ein bisschen leveln. So. Okay, 15 Mana ist eigentlich noch relativ wenig, wenn man ihn so wenig einsetzt. Lieber als Dauer spammen mit 4 Mana. Ein Amulett. So, was ist das? Ja, toll. So hohes Level haben wir noch nicht. 11 Dex. 5 Minimum Damage. Giftschaden wäre doch irgendwas für sie. Aber natürlich hat sie keine Sockel. Damit kann ich jetzt noch nicht. Ah, er ist Level 21. Oh je. Okay, dann machen wir mehr Mana hier. Und hier Fissure. Ja, wenn wir Mana bräuchten, könnten wir hier Geld bräuchten, könnten wir hier holen, aber wir haben genug Geld, wir müssen nichts kaufen. So, und die Gräfin, die Anführerin dieses Turms, droppt immer 1 bis 3 Runen, glaube ich, oder sogar mal 0 Runen. Aber ja, dieser Turm hat, kann auch sein, dass sie mehr droppen ab und zu. Aber ja, das ist am häufigsten und jo. C. Ah, V haben wir hier noch. X. Dann nehmen wir B. Okay. So, haben wir das Schild auch, aber da wir fast nicht von elementaren Angriffen angegriffen werden, bringt das uns nicht so viel. Aber nice to have. Später dann vielleicht mehr. So. Also verkaufen wir. Verkaufen wir, verkaufen wir, verkaufen wir. Ja, verkaufen wir. Weg damit. Du kommst mit mir. Du kannst dich verabschieden. So, und jetzt so, noch kurz zur Truhe. Da legen wir uns ein Fach für Runen an, so. Und hier noch die Edelsteine. Und die kann man schon mal reintun. Einfach mit dem Boss-Counter craften, zusammen craften und schon ist einer drin. Aber es gibt noch keine Bonis, also es gibt so ab 200 je ein Boni oder so. Also, Black Marsh, dann nach
alle nach draußen in die, also noch weiter raus. Ah, hier ist der Ausgang. Wir müssen jetzt zum Kloster. Ja, wir haben noch nicht die Quest. Ja, wir können auch ohne Quest die Quest machen. Also, die wird dann automatisch geupdatet. So, hallo? Ja, triff endlich. Ah ja, der Wolf könnten wir noch holen. Ja, ist ein Wolf. So. Hier geht's auch schnell zum Leveln. Noch ein paar getötet werden. Weg damit. Hopp. Nein. Das sah ich nicht mehr. So. Feuer gegen Feuer. Wir haben keine Chance. Wir sind so gut. Hier noch ein Fissure hin. Komm, wird erfasst. Ja, sicher. Jetzt sind wir noch verflucht. Zum guten Glück nur kurz. So, ah, schön Mana, Regenerationsschrein. So. Na? Unsere Konkurrenz fehlt. Wir machen immer mehr Damage und die machen immer weniger. Böses geht von. Böses geht von hier aus. Hallo? Blöde Levelbegrenzung. So, das Kloster. Zuerst Ding und jetzt das äußere Kloster. Dann das innere Kloster und dann die Katakomben und alles mögliche. Hab zuerst noch das Gefängnis und alles mögliche. Oh je. Yeah. Und alles macht sich. Und immer macht es Peng, Peng. So. Mehr Vitalität, mehr Leben. Sehr gut. So, diese Ratte einfach ignorieren. Und jetzt. Hierhin. Voll das schnelle Leveln. Also viele Fang haben wir jetzt bekommen, auch wenn es nicht mehr so schnell geht, weil wir eigentlich jetzt schon fast ausgelevelt sind in diesem Gebiet.
Na, hier sehen wir doch irgendwas. Easy. Easy. So, Daddy. Und hier ist schon der Gang nach unten. Wir könnten noch den Schmied machen, aber der ist unnötig. Unmöglich. Die Stäbe können keine Naturgewalt aufhalten. Die Questbelohnung ist auch sehr unnötig. Was brauchen wir Rares, wenn wir Uniques finden? Jetzt werden wir wahrscheinlich bald das erste Unique finden, weil im inneren Kloster kann man sehr gut Sachen suchen. Und Peng hat's gemacht. Aha, findet man also hier auch wieder mal das den Waypoint. Den übergehe ich eigentlich die ganze Zeit. Den suche ich gar nicht erst, weil das SLL vom Gefängnis ist großlinig und man findet zu 90% eigentlich immer wieder den Ausgang. So, und hier haben wir einen Geheimgang. Hier. Nur ein paar Truhen hier. So. Leider nicht immer ausgiebig, ergiebig. Okay, ist. Geht es runter. So. Hier ist eigentlich nur der Zwischenboss nervig. Also der, ja, ist eigentlich immer optional, aber man findet meistens ihn zuerst, weil er Frost Nova hat, wie vorher. Das schon nerven kann, wenn hochlevelig ist, dass er jetzt noch nicht, aber wenn er dann hochlevelig ist, dann hat er eine sehr lange Kling, ja, bis es wieder ausklingt, das Eis, ist man sehr viel verlangsamt. So. Ja, ist nichts. Hier drüben. So, wo haben wir den Ausgang? Ja, hier nicht, wahrscheinlich dort oben. Ach, kommt schon. Die Geister gehen auf den Geist, auf den Sack. Und noch ein Smart Charm. Diese Türme geben auch noch sehr viel Erfahrung, aber wir sind auch für die ein bisschen zu hochlevelig. Ja, der Ausgang scheint hier zu sein. Genau. Prima. Also hier kann man sehr gut nach einem suchen für den Anfang. Mal schauen, was so Schönes droppt. Die großen nehmen wir mit, aber nur die Heilpotions. Und beides ist wieder tot, natürlich. Was denn sonst? So, und auf geht's. Thank you.
schnell den Ding töten, der hat nämlich auch Frost noch. Frostverzauberung. Ja, leider hat so schlechte Reichweite, Fissure, aber das ist egal. Hier verbrennt alles. Alles verbrennt hier. Und noch ein Level bekommen. Die sterben schon, wenn sie mich sehen. Tschüss. Aber die machen Damage. So, also machen wir das nächste Mal nochmal eine Runde und gehen jetzt zurück. Damit kann ich jetzt noch nicht. Ah, oh, du bist immer noch Level immer noch nicht Level 25. Ja, da hat es den ersten Stat mit Based und Killbones. Die Defensive steigt also. So, und hier auch. Aber die brauchen wir alle nicht. Okay. Leider nicht so ausgiebig. Ich hätte gedacht, es geht mehr. Aber egal. So. Also machen wir das nächste Mal wieder. Und wir haben schon den nächsten Skill. Besseren Wolf. Twister. Twister ist dabei, ja. Der Orden heißt euch willkommen. Oh, jetzt habe ich das verkauft. Das muss ich nicht verkaufen. Die lassen wir. Oh. Oh, Magic Found. So. Noch ein paar Case könnte ich kaufen. So. Zusatz hat's nichts. Okay. Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und dann suchen wir ein paar Items. Ich möchte gerne die Gloves mit so vielem Mauik, also Mana After Age Kill. Und ja, damit wir spammen können und alles mögliche. Ja. Okay, danke schön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.